Servus Leute, ich bin's, Markus von Horntools. Ich zeige euch heute, wie man unser Themis Hartschalendachzelt aufbaut. Ist eine sehr einfache Geschichte, kann man gut alleine machen. Am besten geht's natürlich immer, wenn man zu zweit ist, macht's auch mehr Spaß. Das ganze Dachzelt lässt sich innerhalb weniger Minuten einsatzbereit aufbauen und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es geht. Ich fange immer damit an, dass ich erstmal die Leiter einhänge am Dachzelt. Da sich das Dachzelt ja auf dem Auto befindet, tut man sich dann einfach leichter, dass man an die ganzen Öffnungen und alles drankommt. Ansonsten, wenn man auf der anderen Seite arbeitet vom Dachzelt und nicht unbedingt an die Leiter nutzen kann, kann man auch einfach auf die Räder steigen und somit dann einfach hochklettern. Sobald die Leiter eingehängt ist, kann man auch schon anfangen, die Sicherungslaschen zu lösen. Dazu einfach hier drauf drücken, den Gurt rausziehen. Damit ist die eine Seite schon entsichert. Die zweite Seite noch. Lässt sich hier jetzt natürlich einfacher machen wie auf dem Fahrzeug, aber auch auf dem Fahrzeug ist es eigentlich kein Problem. Dann einfach mit einem kurzen Ruck nach oben drücken. Hierzu gleich einen kleinen Tipp. Beim Auf- und Abbau immer die obere Seite vom Fenster ein bisschen offen lassen. Dann kann da die Luft raus oder rein. Und es baut sich einfach schneller und leichter auf. Hier noch kurz den Stoff über die Kanten ziehen, dass man auch wirklich die Wasserdichtigkeit hat. Auf der zweiten Seite das Gleiche. Man sieht der Stoff zieht sich ein bisschen nach innen, weil die Luft noch nicht drin ist. Und sobald dann die Luft vollständig im Zelt ist, klappt es schön aus. Die Abspannstangen für das Zelt transportiere ich persönlich immer im Zelt mit. Damit umgeht man einfach die Gefahr, dass man sie vergisst. Und man hat sie immer sofort griffbereit, wenn man sie braucht. Die Abspannstangen für das Vorzelt, für das Vordach, Entschuldigung, werden einfach hier in die Aussparungen im Stoff eingeführt. Wie man hier sieht, gibt es hier eine kleine Öffnung für die Abspannstange. Da stecken wir die Stange einfach rein. Das Ganze muss man leicht schräg ansetzen, dass man nachher auch die Spannung auf die Stange bringt. Dann wird die Stange noch hier oben in der Öse eingehängt. Auf der zweiten Seite das Gleiche. Hier haben wir auch wieder die Aussparung im Stoff. Diese einfach ein bisschen aufhalten, Spannstange reinstecken, bis sie ansteht, dann den Stoff schnappen, in die Öse und schon ist das Vordach abgespannt. Im Zelt selber, das zeige ich euch jetzt gleich, ich mache mal die Seitenwände auf, dass wir hier ein bisschen mehr Licht reinbekommen. Im Zelt selber haben wir schon die Matratze drin, wie ihr sehen könnt, haben wir auch einen Schuhsack, der mitgeliefert wird. Den kann man dann hier noch einhängen, das zeige ich euch später. Unsere komfortable 8 cm Matratze ist schon mit drin. Die Mesh-Unterlage, die 3D-Unterlage ist auch schon mit drin. Und wie ihr sehen könnt, ist auch der Boden isoliert. Die Mesh-Unterlage dient ganz einfach dazu, um Schwitzwasserprobleme zu vermeiden, beziehungsweise sollte sich Kondenswasser bilden, kann unter der Matratze einfach die Luft zirkulieren und somit kann die Matratze schön abtrocknen. Auf dieser Seite kann man auch noch die Abspannstangen reinmachen, dass wir rundum den Ausblick haben. Und dann zeige ich euch noch kurz die Funktionsweise des Aufstellmechanismus. Wie ihr sehen könnt, alles ganz einfach, alles alleine gut machbar. Die Handgriffe, wenn sie geübt sind, gehen in unter 3 Minuten und somit steht das Zelt.
Wir sehen hier im Zelt den Aufstellmechanismus. Hier sind einfach Gasdruckdämpfer drin. Durch die stellt sich das Zelt dann selber auf. Wir haben im Zelt oben drin noch ein Netz, ein Cargonetz, um einfach seine Sachen, wenn man am Schlafen ist, da oben drauf zu legen. Unseren Horntool-Schlafsack kann man drin lassen im Zelt während der Fahrt. Wenn ihr das Zelt dann länger nicht mehr nutzt, müsst ihr das allerdings alles rauspacken, dass das Zelt gut auslüften kann. Einfach das Zelt mal einen Tag lang aufstellen und lüften und trocknen lassen. Dann habt ihr lang Spaß mit eurem Horntools-Produkt. Zum Schluss zeige ich euch noch schnell die Schuhtasche. Ein sehr angenehmes Gadget, wenn das Dachzelt auf dem Fahrzeug ist. Man kann einfach mit den Schuhen ins Zelt klettern, setzt sich dann außen an die Kante und kann seine Schuhe trotzdem wasserdicht verpacken, außen am Dachzelt. Auch wenn die Schuhe mal dreckig sind, zieht man somit keinen Dreck ins Zelt und hat den höchstmöglichen Komfort. Die Schuhtasche wird hier einfach eingehängt. Auf dieser Seite das Gleiche. So, das war's auch schon. Die Schuhtasche ist einsatzbereit. Jetzt können die Schuhe hier reingepackt werden, dann einfach den Deckel zu. Alles ist sauber verstaut. Das war auch schon der ganze Aufbau von unserem Themis-Dachzelt. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Dachzeltabenteuern.